Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Bed Wars mit dem Ducky. Guten Tag. Hallo. Was geht ab? Ich wollte die Runde mal ein bisschen nutzen, um über ein neues Projekt, ein neues Format zu reden. Oh, es ist kein Minecraft, Leute. Erstmal den Hype bitte runterstellen. Danke. Oh, es gibt wieder unendlich Hate. Und zwar, wie ihr eventuell es wisst oder eventuell euch ahnen könnt, passiert es schon mal, dass irgendwelche Random-Entwickler einen anschreiben und sagen, yo, wir haben ein Spiel entwickelt und wir brauchen ein bisschen Promotion. Kannst du uns please mal eben, kannst du das Spiel let's playen und schicken dann einfach instant einen Key, ohne irgendwie zu fragen, yo, geht das auf jeden Fall hundertprozentig klar? Und da dachte ich mir, dass ich mal so ein Format starte, wo ich einfach diese ganzen Spiele mal anspiele und schaue, wie die so sind. Und wollte mal fragen, wie ihr das finden würdet, ob ihr da Bock drauf hättet und ob ihr einen Namen dafür habt, falls wir das machen. Und ja, das ist eigentlich alles. Ich hatte überlegt, ob ich das irgendwie Pain bekommt random Spiele von Entwicklern zugesendet und Let's Play sie. Das wollte ich dann irgendwie abkürzen, das hatte dann einen ziemlich komischen Namen. Aber der Name ist jetzt schon ziemlich lang, ne? Ja. ich kill mal eben rot, ne, wenn es okay ist. Ja, habe ich nichts einzuwenden. Machst du ein bisschen Defense? Ja. Mein Bestes. Oh, zack, zack, zack. Ah, komm schon. Okay, den einen roten habe ich. Okay, ich habe rot gekillt. Nice, not bad. Okay, jetzt kämpfe ich noch eben gegen einen blauen und dann sterbe ich eh, aber egal. Rot ist auf jeden Fall eliminiert. Ausgelöscht. So. Und was geht bei dir sonst so? Eigentlich gar nicht mal so viel. Ich habe gerade meinen Bogen abgeschossen. Das geht bei mir gerade. Haben wir Gold? Also hast du einen Bogen oder irgendwas anderes? Nee, ich habe noch gar nichts. Ich habe weder Gold noch Silber. Oh, ich werde da rüber bauen zu dem Silber, aber... Da wurde er weggekickt. Nicht. Ah, da kommt einer zu uns, oder? Grün, nee, der geht wieder. Das sind ja wir. Ja. Ja, wir. Ja, du. Wenn wir Tab drücken, wird unser Name in weiß angezeigt, also bei mir zumindest. Du bist Elvin? Ja. Oh, Elvin, ich bin Pongo Longo. Pongo da Longo. Kommen zwei Leute zu uns, ne? Aufpassen. Ja. Oh, shit. Ah, passt, du hast beide runter. Nee, der hat mich runtergekickt. Ja, ist ja egal, sind wir beide unten. Dass der einen noch irgendwie überlebt. So, ich rüste mal eben noch mal ein bisschen aus. Da kommt einer, Achtung. Ja, unnötig. Oh, ich sehe den Fall. Oh. Er hat dich runtergekickt, ne? Ja, aber ich hatte nur so einen komischen Stab dabei, deswegen ist es scheißegal. Hast du das Bett abgebaut? Zugebaut? Nee. Okay. Und der? Hier, ich kämpfe gerade gegen ihn. Oh, Todeskombo, weg ist er. Oh. Get schreckt. So. Okay, wenigstens ist Rot schon erledigt. Auf noch ein Team hätte ich jetzt keine Lust gehabt. Willst du dich weiter zum Silber bauen? Dann gucke ich mal, dass ich irgendwie in der Mitte was Gold besorge, ja. Weil wir bräuchten echt mal einen Bogen. Ich guck mal, dass ich das Silber hier bekomme, das wäre schon mal nicht schlecht. Dürfte ja auch einiges sein, weil wir schon länger nicht mehr abgeholt haben. Hast du so eine, wie heißt diese Mod, die einem anzeigt, wann Gold spawnt und so? Nee, leider nicht. Ich habe für jeden einen Bogen. Das passt. Das ist schon mal nicht schlecht. Wie viel Gold hast du denn? 8 oder was? Jo. Da kommt ein Typ. Oh ja, der ist... Kill it! Oh Mann, jetzt falle ich wieder so schräg runter. Immer so knapp. Aber er ist tot, oder? Ja. Jo, ich habe ihn gekillt. Ich schmeiß dir hier meinen Bogen hin. Gönn ihn dir. Ah, nice. Bist du schon zum Silber? Sollten uns vielleicht mal eine Kiste machen, ja. Okay, gut. Dann gucke ich mal, dass ich schnell zum Silber nochmal komme. Oder Eisen. Wofür wird er nicht da sein wahrscheinlich? Stimmt, das heißt ja Eisen. Dann nörgeln immer alle. Ja, das heißt Eisen. Ihr seid voll die Noobs. Da kommt einer. Das kann doch nicht sein, dass man so kacke ist. Was machen die denn die ganze Zeit hier bei uns? Oh, weg ist der Boy. Oh, Bogenbaron. Ich glaube, die Blauen mögen uns nicht so, wa? Achso, es leben ja immer noch wir. Achso, dann müssen die ja zu uns. Achso. Oh, das ist natürlich genial. So, ich mache uns beiden mal Rüstung, ne? Ja. So, dann ist gut, weil ich wollte mir eigentlich gerade eine machen, aber wenn du das machst, dann... Hier... Ich mir das schon mal sparen.
So. Ich guck jetzt. Da liegt die Rüstung. Ich gehe in die Mitte und kill die mal eben. Hey, was wollen die Boys von uns? Oh shit. Ah, okay. Was machen die ganze Zeit, Alter? Die wollen uns jetzt hier ein bisschen aufhalten. Aber das müssen wir alles wieder abbauen. Das ist alles extra Aufwand. Kriegen wir hin. Ich baue mich einfach mal um den herum. LOL. Oh mein Gott! Hast du das gesehen? Oh, jetzt kriegt er die Todeskombo. Was machen die da? Ich glaube, die wollen uns irgendwie... Nice. Jetzt bauen wir einfach alles ab. Da ist noch einer. Da oben. Und trotzdem schon mal abzuholen. Einfach nur, um sie zu ärgern. Okay. Dann wissen, dass alles, was sie hier gemacht haben, umsonst war. Das sollen sie wissen. LOL, was ein Opfer! So, nice, dann ist der erledigt. Und dann fangen wir jetzt mal an, ein bisschen blau zu schikanieren. Ja, wenn wir zusammen rübergehen, warte gleich, dann kriegen wir die. Alter, wie viel Gold hier. Nein! Er kam um die Ecke. Ich bin tot. Schnell, kill it, da liegt übelst viel Gold. Die dürfen auf keinen Fall das Gold bekommen. Da werden sie aber wahrscheinlich, oder? Mal gucken. Guck einfach, dass der, der jetzt zurückläuft, der hat übelst viel Gold. Den musst du auf jeden Fall erwischen. Zeig deine Bogenskills. Der traut sich gar nicht. Jetzt fick ich den einfach. Nein, Achtung, der kickt dich runter, der steht um die Ecke. Nein, wieso hat er so einen Knockback gekriegt? Ich wusste, dass er um die Ecke steht, aber nicht, dass er gleich zweimal hintereinander den Knockback durchbekommt. Oh, er kommt. Shit. Hier ein Schwert. Hol dir das Schwert. Und was Rüstung hier? Warte ich mal kurz hoch, damit wir den da so kriegen. Was haben die denn? Wir stehen doch eh hier. Die können entweder. Ich meine, es ist eigentlich egal, was er macht. Wenn wir eh hier stehen, ist es egal, aber jetzt. Macht halt gar keinen. Da kommt noch ein blauer. Ich kill den. Okay, kill du den, ich kill den hier. Ja, ich kümmere mich um den blauen. Okay. Oh, die immer mit dir jetzt scheiß Knockback stellen, Mann! Der Knockback-Stab ist ja stärker als ein Schwert hier, weil du einfach mit dem Knockback-Stab. Oh, er hat mich runtergekickt, wir haben verloren. Echt? Oh, ja. Das ist schlecht. Oh. Ja. Ah, Mann, ey, wegen diesen dummen Knockback-Stäben, ne? Reiß das, Elvin. Oh, GG. Egal. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Runde. Das werden wir jetzt total reißen. Wer diesmal gewinnen war. Ich heiße einfach Curveball 9-11. 9-11, ja, mit dem Namen kann man ja gar nicht verlieren. Wir werden einschlagen wie ein Flugzeug in die Gegner. Ja. Okay, das nachher gibt es wieder irgendwelche Leute, die das gar nicht lustig finden und dann, ist gar nicht witzig. Was soll das? Da sind Menschen gestorben. So, okay, da sind irgendwelche Pros am Stissel wieder, die richtig früh in die Mitte gehen. Das ist ein Anzeichen für Pros, damit früh in die Mitte geht? Ja. So, weiß ich nicht. Die sind sehr leider sehr selten. Ja, versehentlich. Die sind alle wieder mit Knockback-Sticks unterwegs. Muss gucken. Ich glaube, die wollen zu uns rüber. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, da kommen welche. Mal Knockback-Stick. Das ist irgendwie schon so die Angel des Bad Wars PvPs, ne? Kannst du mich jetzt 20 Mal schlagen, du Trottel, wenn ich hinten an der Wand stehe? Das kann doch nicht sein, ich schlage ihn 5 Mal und er kriegt nicht einmal Knockback und er schlägt mich einmal und bekommt sofort Knockback. Immer wieder das Gleiche, diese Knockback-Stäbe sind echt bitterlich. Oh, Kombo in der Luft. Get schreckt. Mann. Man sollte die entweder 100% machen oder so, dass nur ich damit treffe. Genau, 100% einfach übers gesamte Spielfeld. Und dann sollte man sich irgendwie gegenseitig kicken können, dann kickst du dich einfach zu den Gegnern rüber. Ja, das klingt doch nach dem Plan. Ja, das klingt ziemlich nice. Kann man mal rein. MLG-Move. Baust du dich zum Eisen? Ja, gleich. Warte, ich baue mir noch kurz eine Lederrüstung. So, was sind das für komische Geräusche die ganze Zeit, Alter? Das ist ja richtig krank.
Da bist du dieser Villager, der so komische Geräusche macht. Ach so, der so am Schnaufen ist und so. Nee, der redet auch gerade. Der ist, glaube ich, schlecht gelaunt. Dann hast du Sphex? Ja. Ja, okay, da machen die so... Irgendwie sowas labert der. Ja. Nur noch am Besaffen. Ich habe schon meinen Bogen. Das ist nicer Dicer mäßig. So. Wo ist ein Bogen da? Nee, ich würde gerne nicht meine Spitzhacke verkaufen. Dankeschön. Kannst du mir was Rüstung machen eben? Ja, ein Schwert. Ich mach dir eine... Nice. Da kommt das Essen hin. Okay. Dann machst du ein bisschen Defense, oder? Drei, ja, kann ich machen. Warte, bisschen du. Hier ist da hier Rüstung und Schwert. Nice, super. Ja, habe ich jetzt nicht. Okay. Hast du da gerade geschossen? Nee. Okay, entweder backt der Schuss irgendwie rum oder jemand hat auf uns geschossen. Aber Rot existiert gar nicht mehr. Ah, da hinten ja, schießt einer. Meiner. Ja. Bei, was ist das? Blau. Oh, der kriegt jetzt auf die Fresse. Okay, Gelb ist vernichtet. Okay, doch nicht, aber der ist auf jeden Fall alleine und jetzt nochmal runtergekickt worden. Wäre ja sehr schnell gegangen. Ja, die haben beide einen Bogen. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir da ein bisschen was reißen. Als ob... Ich habe gerade irgendwelche Frame-Einbrüche. Irgendwas updated wieder. Was eigentlich nicht updaten soll. Kommst du gleich mal in die Mitte? Ja, warte. Okay, gut. Weil dann kann ich dir nämlich was Gold geben. Hallo. Oh, hier ist ja Elo. Oh Gottes Willen, erschreckt mich doch nicht so. Ich hätte nur so einen Blatsch hinter mir. Ja, ach, dann haben wir wieder zwei Pfeile, das ist gut. Oh, er schießt auf mich, war nicht schlecht. Was? Nee, er hat einer auf mich geschossen, aber keine Ahnung von wo. Ja, fast von hinten versuchen die irgendwas zu reißen. Gucken wir, dass wir nachher ein paar Sophias... Die Aktion hatten wir schon mal. Dann machen wir uns nachher Enderperlen und ein paar Sophias. Dann gehen wir zu den Gegnern, gehen auf die Base drauf und lassen da Sophias runterschmeißen. Das ist richtig episch. Was ist denn Sophia? Ich bin nicht so wie ein Bad Wars, deswegen weiß ich das nicht. Das sind so... Hier. Oh Gott, Alter, jedes Mal... Hey, ich hab schon einen Bogen, ne? Du hast schon einen, ne? Dann, warte, dann tue ich dir am besten in die Kiste da. Ja, mach eine Ender-Chest. Das ist praktisch. Und zwar Sophias sind so Schafe, die explodieren nach einer Zeit und verfolgen den Gegner. Ah, ich kenne die schon, ich wusste nämlich, dass die Sophias heißen. Okay. Wieder was gelernt. Oh, der eine ist geleftet. Hat vielleicht sein Hack-Client gemerkt, nur noch ein Herz auch schnell leften. Gibt's ja solche. Das ist natürlich genial. So, der wird uns jetzt die ganze Zeit einfach nur noch voll spammen mit dem Bogen. Der hat keine Rüstung, wenn ich ihn zweimal treffe, ist der tot. Der arme Gelbe bereitet sich 10 Jahre vor und wird dann kurzerhand von mir getötet. Tut mir schon ein bisschen leid. Oh, und jetzt ist er tot. 9-11 hat zugeschlagen. Darf sich so viel Mitleid zeigen, das ist der Krieg, das ist hier Leben und Tod. So, was schnappen wir uns denn noch? Die gönnen ja richtig. Aber wir sind das einzige Team, das noch zu zweit ist. Das ist schon mal nicht schlecht eigentlich. Ja. Einfach jetzt die Mitte ein bisschen halten. Und dann wird das schon irgendwie... Alter, wie viel Gold! Will man nochmal eine Ladung ab, wa? Kann man es noch Schwerter machen, dann können wir angreifen. Oder Enderperlen. Und Rettungsplattformen. Die sind auch praktisch. Und dazu halt Gunpowder, das ist die geilste Kombo von allen. Ja, grünes... Geld meine ich, ist ein bisschen... Opfer. Hier hast du noch was Gold. Willst du eben die Stellung halten, dann bereite ich schon mal die Angriffe vor. Gute Gesundheit. Dankeschön. So, warte, ich hol kurz noch, oder hol du, du weißt besser, was man einkaufen kann für Ding. Ja, ich bereite uns mal so ein bisschen den Angriff vor. Okay. Brauchst du sonst noch irgendwas? Bin ich, also ich habe einen Bogen und ein Schwert auf jeden Fall.
Okay. Aber ich habe halt nur ein Schärfe 1 Schwert, vielleicht kannst du ein besseres Schwert besorgen. Ja, ich guck mal, wie wir das machen. Das wird relativ simpel gehalten von uns jetzt gleich. Und zwar machen wir auf jeden Fall Sophias ein paar Stück. Die können wir dann auf die Gegner herabregnen lassen. So. Dann brauchen wir Blöcke. Für jeden 2 Rettungsplattformen. Und 2 Gunpowder. Für jeden mal 2 Rettungsplattformen. So, ich mache meine Chest, wo wir das Resteisen reintun können. Was hast du für eine Rüstung? Ne, die beste. Also. Okay. Fehlt nur noch das beste Schwert. Ja. Okay. So, einmal Chess hinstellen. Achtung, da kommt Gelb. Ja, schon gesehen. Oh, der backt ein bisschen. Alles klar. So, das packen wir rein. Okay, und dann können wir eigentlich jetzt auch angreifen. So. Ich erkläre dir kurz, wie wir das machen. Ich überlege, was greifen wir zuerst an? Greifen wir zuerst Gelb an oder Blau? Ich glaube, dass der Gelbe easier ist. Gelb ist easier. Der bewegt sich auch gar nicht mehr. Ich glaube, der ist timeoutet sogar. Oh, der Blaue ist runtergefallen. Hier hast du schon mal das Stuff. Ah. Alter, was ist das alles? Gelb wurde von mir noch blau. Okay, jetzt. Okay, komm, wir machen richtig geile Aktion noch draus. Wir bauen uns jetzt hier hoch. Ja, du hast mir jetzt aber kein Schwert gegeben, ne? Ach so, das muss ich dir noch geben. Hier. Hab ich vergessen. Okay, er fällt wieder runter. Hoffentlich. Okay, warte. Ich will diese Aktion machen. Ich will diese Aktion machen. Wo ist Gelb? Gelb ist geleftet. Okay. Ich hatte schon Angst, dass der zu uns in die Basis kommt. Geh mal den Blauen. So. Der Blaue kommt. Ja, der kann ihn nicht. Wir sind den einzigen Weg aus seiner Basis raus. Sind wir. Mohahaha. Ich will nochmal die Aktion bringen. Kommt er wieder zu dir, warte. Ach nee, der ist bei der Silberplattform drüben. Okay, das sollten wir eigentlich gewonnen haben. Ja. Ja, ich bin zwar runtergefallen, aber das baust du ab, würde ich mal sagen. Ja, und er ist runtergefallen. GG. Gut. Dann haben wir diese Runde gewonnen. Auch wenn ihr alle einfach nur geleftet beendet. Obwohl die einfach alle geleftet sind. Egal, der Sieg zählt. Wir danken uns ganz herzlich fürs Zusehen. Schaut bei Ducky vorbei. Schreibt mal eure Meinung zu dem, also diesem Format und wie ihr das findet und wie der Name sein soll. Bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und sage tschö, bis dann und man sieht sich. Tschüssi.